Nun, wissen die Probanden denn von dem Prüfungstermin? Nun, ich habe ihnen gesagt, sie sollen sich um die 11. Stunde hier am Kai einfinden. Das heißt, wir haben noch etwas Zeit. Nun gut. Braucht ihr auch etwas? Ja, wenn du schon so fragst, du könntest in den Reihergarten gehen und einem der Rosengins diese Schriftrolle geben. Du könntest zu Gonnach auf das Schiff gehen und ihm diese Schriftrolle geben. Und du könntest zum Lager der Trollsacker gehen und diese Schriftrollen dort deponieren. Gibt es dafür nicht Boten? Ja, du hast gefragt, ob du etwas tun kannst, und das sind Prüfungsvorbereitungen. Nun, ich werde ein paar Boten rufen, die diese Aufgaben übernehmen können. Na gut, ich muss auf jeden Fall nochmal zur Schule des Seidenen Scheins für die Prüfungsvorbereitung der 3. Prüfung. Hey, Seltschön, wo sollen denn die Rauschgurken hin? Ja, einfach runter in die Kombüse. Boltax, bevor ich mich da gleich drum kümmere, eine winzige Kleinigkeit. Verausgabe dich nicht zu sehr, ich brauche nachher einen kleinen Gefallen von dir. Oh, ich will mich nicht verausgaben. Hier, geht mal weg, ich habe eine schwere Kiste. Ja, spricht er gerade mit uns? Ja, er hat gerade Abel mir so ein bisschen mit seiner großen Kiste weggeschoben. Ist ihm wohl nicht klar, dass das der Kapitän ist. Ist das einer von unseren? Ja, ist Bruder Geilenstein, okay. Einer von euren Smutjes. Ey, Bursche. Hey, Selchion, der Mann redet mit mir. Ich kenne den nicht. Beruhige doch zurück. Ja, was willst du? Kümmert euch darum. Ich pack ihn am Genick. Wie sprichst du denn mit deinem Käpt'n? Scheiße, jetzt ist mir die Kiste runtergefallen. Ich schüttel ihn ein wenig. Ich hab dich was gefragt. Was? Wer bist du denn? Ach so, bist du der Kapitän? Das ist der Kapitän, du Sauhund. Du hast gestern bei ihm angeheuert. Der hat ein Kleid an. Seht schon, der Kapitän hat ein Kleid an. Ich hau ihm mal, ne? Oh, mein Bauch. Verzieh dich. Aber die Rauschgurken, mein Herr. Verzieh dich! Celcion! Wir brauchen mehr Rauschgurken. Er geht wieder weg. Zeig auf den Celcion. Du auch! Raus mit dir! Er schiebt sich so ein bisschen seinen Zahnstocher von links nach rechts. Du kannst seinen Huhn auf seiner Schulter funkeln sehen. Bist du nicht ganz sicher? Hat das Huhn einen Eisenschnabel? Und sie gehen wohl von euch weg und murmeln irgendwas. Könnt man eine Sinnesschärfeprobe auf Hören machen, wenn ihr mögt? Ist das Schwert um 12. Währenddessen bei Rafim Goldfaust. Ja, Rafim hätte die ganzen Söldner und Boltax Mitbringsel, sag ich mal, in den Chor, / vermutlich ist es eigentlich ein Ronra-Tempel bestellt, nehme ich an. Genau, direkt vor der Stadt gelegen. Du erinnerst dich, ja, dass hier damals die Schlacht gegen die Oronia geführt und die dann gemeinsam mit den wilden Völkern der Ferkiner geschlagen worden ist, die Rosen-Djinne, die ihr vernichtet habt, beziehungsweise waren es Djinne, es waren Dämonen, du weißt es nicht mehr ganz genau, aber ja, während du den Tempel betrittst, du hast hier dir selber damals deinen Finger abgeschnitten, kannst du erkennen, wie hier wohl jemand steht. Die Dukatengardisten sind wohl anwesend, aber er trägt wohl auch eine schwarze Lederuniform, würdest du meinen, so einen schwarzen Ledermantel, aber allein der Geruch seiner Zigarre lässt dich aufmerken. Die würdest du auf ganz Aventurien wieder erkennen. Vor dir bei den anderen Dukatengardisten steht Diamantes Motarei. Oh, du Hollandfahnischer Hund, was machst du denn hier? Ja, stramm stehend, in einem von der Sonne gebleichten schwarzen Mantel gehüllt, siehst du einen Mann in seinen Mitte 30ern. Sein Gesicht ist eingefallen und von der Sonne gebräunt. Das ergraute Haupthaar geht fließend in den gleichfarbenen Bart über. Mit einem Tragegurt trägt er eine eigenartig modifizierte Fernkampfwaffe auf dem Rücken. Armbrust ähnlich und für Wissende als Abalone erkennbar. Unter seinem Mantel ist eine schwarze Rüstung aus Irian-Leder sichtbar und neben seinen Füßen ein prall gefüllter Seesack. Mit einem breiten Grinsen und glühender Zigarre zwischen den Zehen ruft er: Rafim, du alter Sauhund, schön dich wiederzusehen. Ja, was machst du denn neben meinen Soldaten? Sag mal, haben sie dich doch endlich rausgeschmissen? Ach, das sind deine Soldaten. Rausgeschmissen, wohl kaum. Ich hab die Armada verlassen. Warum? Nur weil uns mal wieder so ein paar Schiffe untergegangen sind? Oh, das passiert doch schon mal. Ein paar Schiffe, Rafim.
paar Schiffe. Erst segel ich auf der Golgari, diese geht unter, unser Flaggschiff, und dann diese Katastrophe vor Phrygaios. Da muss ich dir gar nicht erzählen. Ich dachte, du wärst in diesen Wellen begraben worden. Ja, also ich bin auch fast ertrunken. Ja, das war nicht schön. Das war nicht schön. Aber was macht ihr hier? Komm schon. Was machst du hier? Was ich hier mache, Rafim, du bist der Grund, warum ich hier bin. Ich bin durch die Perle marschiert, am Chortempel vorbei, habe einen Ausruf gesehen. Und wer hat darunter unterzeichnet? Natürlich Rafim Goldfaust. Ja, natürlich. Ich muss ja ausschreiben. Ja, willst du anheuern oder was? Ich weiß nicht, Geschützmeister können wir immer brauchen. Nun, wenn ihr einen fähigen Mann an euren Geschützen braucht, bin ich immer dabei. Nun, ich weiß zwar nicht, wie eure Mannschaft aussieht, aber wenn du schon Teil davon bist, eine Basaltfaust. Aha, guter Alan Fana hier. Ich sehe, hier, Dukatengarde. Seid ihr mehr davon? Nur Alan Fana auf dem Schiff? Einheit. Ja. Wäre das schön, aber nein. Was ich sonst noch anzubieten habe, ist ein mittelreichischer Hund. Dafür ein ziemlich harter Hund. Versagerin. Ziemlich gefährlich. Ja, Zwerg. Und Magier. Einen ganzen Sack davon. Und ein Kapitän. Aber der ist auch Horasier. Das wäre uns eine Ehre, wenn ihr mitkommt, Monterey. Wir haben schon viel von euch gehört. Außerdem kann ich ein paar loyale Seelen da brauchen. Loyal bin ich. Dir gegenüber immer. Ja, das Wichtigste ist, dass man ja auch loyal der Heimat gegenüber ist. Dass du Landfall immer noch im Herzen trägst, auch wenn wir hier im Norden sind. Unter den verfluchten Barbaren und Mittelreichern. Al-Anfa hat mein Herz nie verlassen. Auch wenn ich selbst kein Teil mehr der Armada bin, liebe ich unsere Heimat. Und ich würde für sie sterben. Ja, also wenn du mitkommst, kann ich dir das fast versprechen. Das wird ein harter Ritt. Das sag ich dir vorher. Na, bist du trotzdem dabei. Ach, was heißt hier trotzdem? Gerade deshalb bin ich dabei. Ja, sehr vernünftig. Wenn du willst, kannst du dir mit dir die Männer anschauen. Hier, Dukatengarde und die Mittelreicher da hinten. Müsste eigentlich... War das ein ganzes Banner? Ich weiß gar nicht. Wir können ja mal schauen, was die so können. Nun, dass die Dukatengarde was kann, gehe ich mal voll aus, das weiß ich. Aber Mittelreicher, da bin ich gespannt. Das schaue ich mir gerne an. Sind schon mal mehr unter dem ersten Mart gesegelt. Der meint, die wären ganz gut. Nun, die kann man vorschicken. Im Schwarzen Bund des Chors sind ja immer mal wieder einige Mittelreicher dabei. Deswegen taugen sie auch nichts. Die reißen nicht lange durch. Der Schwarze Bund des Chors taugt nichts. Naja, die sind Gutes. Naja, ich will nicht Futter für die feindlichen Kanonen sagen, aber die fangen schon mal den einen oder anderen Pfeil. Ach, genau das sind sie, Rafim. Futter für die feindlichen Kanonen. Niemand kann sich mit der Dukatengarde oder den Basaltfäusten anlegen. Naja, also, da sind natürlich noch so ein paar Individuen da draußen, die sind auch nicht ganz schlecht, ne? Aber wir sind die Besten. Natürlich. Ja, ich wollte mitkommen. Ich schaue sie mir mal an. Natürlich, Rafim. Sag, willst du eine Zigarre? Ich habe einen ganzen Haufen mitgenommen. Ich wusste nicht, wie lange ich fernab der Heimat bin. So, von der Plantage, Neal Anfa, der den Karinos gehört. Habe ich dir von erzählt, oder? Oh, das ist ganz feine Zeug dabei. Oh, du willst dich beliebt machen und das funktioniert auch noch. Oh, schön. Ich habe so viele Plantagen ausprobiert, die die verschiedensten Zigarren herstellen, aber die Karinos, keiner macht es denen nach. Ja, ich weiß auch nicht, warum sie so gut sind, aber sie sind verdammt gut. Ja, Rafi würde mal jetzt auf die Mittelreiche auch zustolzieren. Hey! Jawohl, mein Herr! Wer von euch ist der erste Anführer hier von eurem Söldnerhaufen? Nun, verschiedene Banner, mein Herr. Ich bin Herrn Nebelklang. Ich bin der Seeoffizier von Falkengrunz. Das da drüben ist die Obristin Wiede Rabbelstein. Das ist die Sapeurin.
Ja, wunderbar. Und das da drüben? Und, nun, das sind die Infanteristen, die gehören dann wohl zu dem Major Thioman Reischberger. Er steht da drüben. Ja, wunderbar, wunderbar. Wir machen hier jetzt einmal so eine kleine Trockenübung, sag ich mal. Da habt ja keiner was gegen. Nur mal schauen, wie ihr so drauf seid, was ihr so könnt. Ich will mal zu dem Infanteristenanführer hinlaufen. Guter Mann! Jawohl, mein Herr. Thioman Reischberger, Major. Der Greifenmund hat mir über euch eine Gutes erzählt. Wir haben vor einiger Zeit auf der Gezeitenspinne bei ihm gedient. Naja, das spricht schon mal dafür, dass ihr keine Angst habt. Was schon mal viel wert ist. Ich wollte einmal schauen, wie ihr euch so bewegen könnt. Ein paar Formationen. So das Übliche halt. Damit ich weiß, wo man euch einplanen kann. Wir folgen. Ja, wunderbar, wunderbar. Ja, Rufin würde sich dann mal da vorhin hinstellen. Bolzacker! Stellt euch mal da vorne links auf. Leg die Äxte weg. Das ist hier. Oh, meine Güte. Auf ihm würde mal in den Tempel laufen und mit ein paar Holzwaffen wiederkommen. Ihr, nehmt das, ich will dich doch nicht umbringen. Und bringt ihn nicht um. Ja, ihr nehmt jetzt einfach mal kurz Formation an, die rennen einmal in euch rein und ich gucke, wie weit die so kommen. Damit kann man sich gar nicht schneiden, König. Ja, du sollst dich auch nicht umbringen. Sag mal, zuhören ist hier angesagt. Zuhören! So. Ne, ihr sollt ihn natürlich auch nicht umbringen, aber bei denen mache ich mir eigentlich weniger Sorgen. Ja, und dann, nehmt mal Verteidigungsformation an hier. Schön die Piken. Was habt ihr überhaupt? Seid ihr Pikenkämpfer? Schwerter, mein Herr. Oh. Schilde? Jawohl. Ja, dann, das werdet ihr wohl hinkriegen. Ja, Rafim würde sie die eine Aufstellung nehmen lassen, sich dann an die Seite stellen, die Trollzacker zunicken. So, ja, Jungs, jetzt rennt mal da rein! Und bricht ihr nicht um. Ja, die Trollzacker stürmen wie die Berserker in die Formation rein, versuchen zu hacken. Die Schilde zucken nach vorne, Schwerter, Äxte von der leichten Infanterie, die dagegen gehalten werden. Und nach kurzer Zeit brechen vor allem die Holzwaffen der Trollzacker, die werden aber nicht aufhören und weiter mit den Fäusten vor allem auf die Schilde einprügeln. Die leichte Infanterie von Thioman Reischberger wird der schieren Körperkraft der Trollzacker versuchen standzuhalten. Sie müssen halt einen halben Meter zurückweichen, aber ansonsten halten sie statt. Ja, was meinst du? Ich fand das war gar nicht schlecht. Also die Trollzacker sind ja schon kräftige Jungs, war doch gar nicht schlecht. Was sind das denn für Leute? Die sind ja fast so groß wie du, Rafim. Ja, wenn du lange genug im Mittelreich rumrennst und dich einmal duellierst, dann bist du der König. Das passiert so. Stell keine Fragen, ich hab's auch nicht verstanden. Ach, du bist ihr König? Ja. Der da vorne, der Riese, der gerade dem anderen das Schild aus der Hand gehauen hat und ihn damit auf den Kopf haut. Das war früher König, Trag von Keckrein. Ja, du siehst ihn ja. Ein Herrn, interessanter Mann. Herr Nebelklang geht auf dich zu. Verzeiht mir, mein Herr Erster Offizier. Ich weiß es nicht, was ihr genau seid, aber wir sind Geschützmeister. Ich hoffe nicht, dass wir gleich gegen die Trollzacker stürmen müssen oder sie gegen uns. Nein, ihr müsst nur halten. Nein. Ich dachte eigentlich, dass irgendwer wollte der Kapitän sich nicht um euch kümmern, euch mal schießen lassen. Ach so, sind wir hier an der falschen Stelle? Ja, es sei denn, ihr wollt einmal gegen die Trollzacker laufen. Ich würde euch nicht aufhalten. Nein, wir gehen zum Hafen. Ach, Rafim, lass sie doch nicht wegschicken. Wenn du meine Meinung hören willst, dann schaue ich ja mal rüber. Frag die mal ein bisschen was. Wo habt ihr denn gedient? Auf welchen Schiffen? Wir? Auf der Van Falkengrund. Van Falkengrund. Hört sich nach einem mittelreichen Schiff an. Horase, ja. Ja. Ihr seid Horasier. Wir haben lange Zeit unter ihnen gedient. Habt ihr auch andere, die sich für die Posten als Schützen bei euch beworben haben, Rafim? Die taugen doch nichts. Tatsächlich ist der Kapitän auch Horasier und der taugt was. Und der hat gesagt, die sind gut. Also schau sie dir mal an. Ich bin die Obristin hier, Rappelstein. Also gib dir die Hand. Ich bin von den Maulwürfen. Ihr kennt uns. Ja.
Ihr wollt auch nicht gegen die Trollsacker laufen, richtig? Nein, also, hatten wir nicht vor. Ja, irgendwie finde ich dafür keinen, der sich dafür begeistert. Das ist so irgendwie traurig. Ja. Als was sind die denn angeheuert? Was wurde mir denn über die gesagt? Weil über die weiß ich tatsächlich wenig. Geschützmeister. Ah, okay, die sind einfach nur Geschützmeister. Genau, also halbes Banner von den Horasiern, halbes Banner von den Garethiern. Ja, wunderbar. Ja, mit euch gehen wir nachher in den Hafen, denke ich. Ihr könnt einfach euch da vorne schon mal hinsetzen. Ich würde mich nicht mit den Trollzackern unterhalten. Die hauen euch am Ende nur auf die Schnauze. Ist nur so ein Tipp. Ja, in der Zwischenzeit, während die sich dann von dir verabschieden, kannst du noch sehen, wie die Dukatengarde sich auch nochmal freiwillig meldet mit den 25, also mit den Halbbanner. Halten sie gegen ein ganzes Vollbanner von den Trollzackern gegen. Und nach kurzem Prozess werden sie die Trollzacker trotz der Überzahl 2-1 entwaffnen und dann mit kleinen Kutschwertern und Dolchen sie erstmal kampfunfähig stechen. Die Dukatengarde gewinnt. Ja, ich würde mir noch einmal den Anführer der Dukatengarde schnappen. Einen richtigen Anführer gibt es da nicht. Also die haben nicht sowas wie einen Sprecher. Die sind alle irgendwie gleich kompetent und die haben keinen auserwählt, der Erste untergleichen ist. Kannst du also quasi mit jedem sprechen. Wunderbar. Ja, dann schnappe ich mir irgendeinen. Komm mal her. Ja. Ich habe eine Bitte an euch. Hier, Jungs. Macht mal hier im Kreis. Wir müssen was privat besprechen. Und ich würde die anderen mal so 10 Meter, 20 Meter um uns räumen lassen. Und zwar hätte ich gerne, dass ihr euch lieb macht bei den anderen der Mannschaft. Bisschen Drogen verteilt, ein bisschen Münzen verteilt, dafür sorgt, dass wenn ihr jemand eine Hure haben will oder einen Stricher, dass man erst zu euch kommt. Ich will, dass wir einen guten Ruf haben unter diesen Hunden. Und ich will wissen, wem von denen man vertrauen kann. Und wer von denen irgendwann gehängt am Mast landen wird. Sorgt dafür, dass man euch gut kennt, dass euch jeder mag. Und sorgt dafür, dass ihr mir die Verräter bringt, bevor sie uns Probleme bereiten. Kriegt ihr das hin? Für einen Dukaten am Tag tun wir alles. Ja, mehr will ich ja gar nicht. Drogen habe ich genug besorgt. Das dürfte kein Problem sein. Naja, mehr wollte ich gar nicht. Das mit den Trollzackern gut gemacht, gegengehalten. Ja, währenddessen kannst du noch sehen, wie der Knüppler mit seinen dreckigen Schurken auftaucht, viel zu spät gekommen und schlecht ausgerüstet. Und die Trollzacker, wenn du sie dann gegeneinander laufen lässt, werden quasi alle niedermachen. Also die sind nicht ausgebildet, die haben keine Formation. Die werden einfach von den Trollzackern trotz Holzwaffen dann kaputt gemacht. Derweil bei den anderen. Ja, dann kommt gerade dann, er hat sich gerade von Abelmir und Voltax entfernt, kommt aus Sky herunter, betrachtet schon so aus den Augenwinkeln die ersten Mannschaften, die hier noch herumlungern, als er dann zu Lamin sieht, die gerade von der Planke kommt. Ah, Yalan, auf ein Wort noch. Sicher doch. Ja, unten oder sollen wir hochgehen? Ich werde gleich die Geweihten abholen. Ich meine, da vorne an der Ecke sehe ich schon jemanden. Ich denke, ich werde eine Runde mit ihnen an Deck drehen und sie dann im Kapellenraum warten lassen, während ich mich einzeln mit ihnen in dem Raum links davon bespreche. Ihr wolltet auch den Koch und seine Handlanger prüfen, oder? Oh ja, um den kümmere ich mich gleich. Der wird neue Hilfsköche brauchen. Vielleicht könntet ihr ihm auftragen, dass er für die Geweihten einen Pfefferminztee mit Honig bringen lassen soll, während sie warten. Das wäre eine meiner Anforderungen an die Küche. Ich denke, es sollte nicht zu schwierig sein. Natürlich, natürlich. Nun gut, aber es könnte ein wenig laut werden. Wir verladen gleich die Geschütze. Also. Das ist in Ordnung. Nun gut. Dann wünsche ich gutes Gelingen. Wir sehen uns dann. Ja, oh, ich habe keine Lust. Na gut, auf die Beine. Dann
gehe ich weiter keine runter, bis ich vor der großen Masse der Seeleute stehe. Ja. Da finden wir die. Im Verlauf des gestrigen Tages, dem 21. Paios, hattet ihr noch mit einer ganzen Menge an Matrosen gesprochen. Die meisten kommen dann in großen Paketen an, sprich einer der Mannschaftssprecher, der dann für sie alle unterschreibt bzw. verhandelt. Und die haben auf vielen verschiedenen Schiffen gedient. Zum anderen die Vollmatrosen zu Ehren Armene, die natürlich auf einem horasischen Schiff gedient haben und dann auch großteilig dafür verantwortlich waren, dass euer Schiff aktuell in den Hafen einlaufen konnte. Dann die Vollmatrosen Kuslik muss brennen, so haben sie sich wohl selber genannt, eine wohl sicherlich Torwalsche Mannschaft, zumindest sind viele Torwaler unter ihnen. Die Vollmatrosen der Muakiji Marasna, die natürlich allesamt ja, maraskanisch sind, wahrscheinlich aus Kunchom, nicht wirklich aus Tutsak oder aus dem vollwertigen Inselland, sondern irgendwelche Festland-Maraskaner, die natürlich unter vielen Zetraken und Taluken gesegelt sind, aber so etwas wie ein horasisches Schiff kennen sie bisher noch nicht. Wir haben die Halbmatrosen, Avis Seeschule, die ja ungefähr so 12, 15, vielleicht auch mal 16 Jahre alt sind und noch in der Ausbildung befindlich sind. Die sind dann natürlich nicht ganz so teuer, aber die würden trotzdem gerne mitfahren und lernen zu segeln. Und wir haben die Vollmatrosen, die bestimmt überhaupt keine Piraten sind. Vielleicht kommen sie aus Sylla. Du weißt es nicht. Es sind viele Tulamiden dabei, vielleicht aus Kunchum, irgendwelche, ja, bestimmt keine Piraten. Und die Vollmatrosen Syllas Schwerter, die das offen zugeben, dass sie ja Freibeuter, Bukaniere, Piraten, raues Gesindel. Die verstecken das auch nicht, denen ist das egal. Pirat ist eine Frage der Ansichtssache. Nun gut, aufgemerkt. Seeleute, teilt euch noch Messen auf. Sind die Geschützbediener noch hier? Nee, keinen gesehen bisher. Ja, dann kommen wir hier auch noch nicht zurecht. Smutje, komm mal hier rüber, mit dir muss ich gleich reden. So, wer ist noch übrig? Schau mal, wenn die sich jetzt gerade nach ihren Messen aufteilen, schau ich mal, wer noch hier stehen bleibt. Die müsste der Antike, dessen Namen ich tatsächlich vergessen habe, noch rumlungern. Ja, während die Messe sich, während die Masse sich teilt, kannst du erkennen, wie wohl in der Menge nicht nur der Diplomat steht, der im Hochrassreich war, Wilbur von Rabenmund, der Vogt der Effertperlen, sondern auch ein Effertgeweihter, der sich in die Masse dazugestellt hat und aussieht wie, ja, also als wäre er der Kapitän. Er blickt dich skeptisch an, zieht seine Augenbrauen zusammen und du kannst sehen, dass er wohl an seinem Gürtel 3-4 Säbel hängen hat und 5-6 Pistolen, die über seine Brust hängen. Kommt er dann auf dich zu, gemeinsam mit dem Diplomaten. Effert zum Gruß. Ich bin Effert lieb. Und mich würde interessieren, warum ihr dem Effert-Tempel keinen Besuch abgestattet habt. Ein großes Seefahrtsunternehmen und ihr genießt guten Ruf in der Effert-Kirche. Warum also wollt ihr uns nicht anheuern? Wir haben ausgeschrieben. Nun, trotzdem erwarten wir, dass ihr der Effertkirche einen kleinen Obolus dalasst und dann nach einem der Geweihten fragt. Selbstverständlich. Also gut. Ich werde mitkommen. Dann seid ihr hier ein wenig an falschen Ort, wenn ihr dort einmal hochlaufen möchtet, hinter euren Standesgenossen her, die ihre Gnaden Malchabra wird ein kleines Gespräch mit euch führen wollen. Er nickt. Auf dann. Euer Hochgeboren? Ja. Nun, ihr wart der Vogt der Effertperlen. Ich nehme also an, ihr könnt schreiben in verschiedenen Sprachen. Ihr habt sogar eine gute Schrift? Ja, auch ich habe einige Worte der Gülenländer aufgeschnappt. Ihr könnt rechnen? Auch das. Hervorragend. Ich habe eine Stelle als Quartiermeister offen. Ist dies genehm für euch? Als Quartiermeister? Schatzmeister, Quartiermeister, beides. Nun, ich dachte, ich bekomme eine der großen Kajüten und darf mir das Treiben ansehen. Nun, ihr müsst trotzdem auch ein wenig Arbeit verrichten. Und dies erscheint mir für jemand mit wenig Seefahrtserfahrung dies genehmste für eure Fähigkeiten. Eine Kajüte bekommt ihr trotzdem. Nun, dann werde ich mich natürlich dem beugen. Ihr seid der Kapitän? Kapitän ist Abimeya Morenis. Wer ist das? Der Mann da hinten. Ach, der Magier. Interessant. Ich bin schon einmal mit einem Magier gesegelt. Eine Konzession, die wir unseren Geldgebern zugestehen mussten. Ah, das war das. Haltet euch für die meisten Verwaltungsbelange an ihm. Ausgezeichnet. Er zieht sich so ein bisschen seinen Anzug ein bisschen zurecht, den er dann unter der Rüstung trägt. Sieht ein bisschen komisch aus, aber streicht sich dann durch sein Bart und geht dann an dir vorbei.
Das ist gut, ich habe für ihn nämlich sonst hier nichts zu tun. Ich wollte ihm gerade vermitteln, dass er heute weggehen kann, aber keine Ahnung, wie sich um ihn kümmert. Ja, nee, er wird das Schiff dann betreten, wenn Zulamini nicht auffällt und sich erstmal eine Kajüte suchen oder so. Ja. Ja, derweil bei Zulamin. Du kannst sehen, wie auf deinen Wink dann nach und nach die Geweihten vor dir antreten. Und ja, bist du alleine? Macht das irgendjemand mit? Ich bin alleine. Du bist alleine. Ja, vor dir steht als erstes Hasswolf Ingrid schon mit seinem Holzbein. Stützt er sich noch ein bisschen auf seinen Speer ab, den er so ein bisschen als drittes oder vielleicht sogar viertes Bein benutzt. Und guckt dich misstrauisch an. Abenteuer. Nun, meine Damen und Herren. Es freut mich sehr, dass ihr alle Interesse daran habt, euch dieser Expedition anzuschließen. Die Götter mit euch. Es wäre natürlich nicht angemessen, euch als Götterdiener irgendwelchen Prüfungen zu unterziehen. Aber nichtsdestotrotz möchte ich euch alle gerne persönlich kennenlernen und mir ein Bild von euch machen. Wir werden deswegen erst einmal ein wenig über das Deck gehen. Ich denke, ihr alle seid neugierig auf das Schiff. Und was macht denn der Vogel da? Das Wolf deutet hinter sich auf den Heffert-Geweihten, der gerade über den Steg herantritt. Schick ihn weg. Ich entscheide, wen ich wegschicke. Aber er steht nicht auf meiner Liste. Euer Gnaden, wir kennen uns noch nicht. Gehört ihr zu den Bewerbern? Ich bin Heffertlieb. Ich wurde gerade von dem Offizier, ich bin mir nicht ganz sicher, hierher geschickt. Hier soll es eine Prüfung geben. Bin etwas erbost, dass ich nicht eingeladen wurde. Nun, da seid ihr hier richtig. Ich bin sicher, ihr habt mit dem ersten Offizier Jalan gesprochen. Gut, ihr könnt euch gerne anschließen. Du kannst dich gleich wieder verziehen, Bursche.